Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde 7 Days to Die V1.0 zusammen mit dem Baumstrecker. Mit Kamera. Wahnsinn. Mit Kamera. Ich habe es geschafft, wieder nach Hause zu kommen. Ich hatte ein kurzes Päuschen. Ich sortiere mal kurz Sachen weg, die ich wegsortieren kann. Oh, wir haben schon 155 Knochen. Oh, das ist cool. Hier ist auch noch was. Und Bücher. Mit dem Farming-Buch bin ich mir noch nicht sicher. Ich pack's jetzt erstmal da rein. Das Archery-Buch kannst du auf jeden Fall lesen. Das habe ich schon. Wie Hikele Adventures. Perfekt. Ich kann jetzt Fahrräder machen. Armored up. Ich kann jetzt Primitive Armor Quality 4 machen. Nice. Tool Digges sollte ich ja jetzt auch machen, ne? Ja. Ich ging jetzt davon aus, dass du das Harvest-Werkzeug machen wolltest. Gut, jetzt. Ich kann jetzt Stone-Tools vielleicht Stufe 3 machen. Hier dieses Handy, keine Ahnung. Und Farben. Ich lasse das da drin. Wie gesagt, das Archie-Buch, was drin ist, das kannst du ruhig lesen. Ich gebe mal die Quest ab. Ich habe die Anfrage von ihm bekommen, wenn er Honig anbietet, soll ich doch mal Honig nehmen, weil irgendjemand das infiziert. Aber wenn ich Skill noch zur Alternative kriege, muss ich da echt haarscharf drüber nachdenken. What's your problem? Well, I guess I'm gonna have to pay you now that you did. Gut, ich hab einfach gar nichts davon zur Auswahl. Okay. Oh, Baked Potato. Oh, das ist nicht schlecht. Nehme ich. Ich lerne jetzt die Seed-Dinger. Dann Grilled Meat. Korn? Ja, komm, Grilled Meat. Oh, Munition wäre auch nicht schlecht. Nee, egal. Essen brauchen wir gerade mehr. Kann ich bei dir was Sinnvolles kaufen? You're paying double. Grundsätzlich ja. Damn, you smell like the dead. You better try money. Anything smart. Ja, schade, es funktioniert immer noch nicht, dass wir gleichzeitig beide was kaufen könnten. Wäre ja auch zu einfach. Watch yourself, Stranger. I know some fellas that break legs. Gut, also eigentlich würde ich dann jetzt entsprechend heute hier nochmal schauen, ob wir. Was schön. Er hat nur nicht mal Honig. Toll. Ja, cool, ne? Ja, gut, dann muss ich halt wohl irgendwann den Tod wählen. Ist in Ordnung. Ich habe es 15% geschafft, bevor ich zerfleischt wurde. Ah, alles easy. Das heißt, ich hotze jetzt hier auch nochmal Dinge rein. Ich lebe halt mit der Infektion dann halt einfach. Ist halt so. Nehmen wir mal eine Kartoffel. Und was zu essen. Möchtest du auch eine gebackene Kartoffel haben? Nö, ich bin ja erst vor kurzem gestorben, alles easy. Und da ich ja infiziert bin, wer weiß, ob sich das lohnt. Ich hätte gerne noch das Leder, was du da. Achso, hast du. Das in der Kiste. Ich habe dir noch andere Bücher jetzt gerade reingepackt, hätte ich hier vergessen. Jo, die waren ja auch für dich. Gut, alles easy. Ja, ich baue erstmal eine Forge. Ich gucke mich kurz in unsere Ortschaft hier vor der Tür nochmal um und dann hoffe ich mal, dass da was ist, was mich irgendwie anlächelt. Wenn nicht, könnten wir hier in der Mitte auch einfach was bauen. Weil ich finde, so zentral gelegen auf einer Map ist halt auch geil. So, wir haben das als Quest gemacht, wir haben das als Quest gemacht. Hab jetzt auch keine neue mitgenommen, naja, egal. Komm, hau mal einen Skillpunkt ins Messergedöns rein. Ich kann auch einen Punkt Agilität. Na, erstmal Deep Cuts. Meinst du hier so vor Rekt bauen oder was? Oder was war jetzt dein Ja, Plan? Irgendwie, das wäre hier noch eine Möglichkeit, genau. Gut, dann setze ich einen Spaten. Wobei, warte, ich soll erstmal im Landclaim-Block gucken, ob ich platzieren kann. Ja, muss ein bisschen Abstand von Rekt haben. Ey, ich weiß, deswegen. So, Messer schon geskillt. Dann setze ich den Spatenstich. Das heißt, ich dürfte jetzt auch tendenziell mehr Bücher für Messer finden, ne? Ja, eigentlich schon. So. Landclaim-Block im Boden gesetzt. Ich beanspruche dieses Land. Auf. Oh Gott. Ich habe gerade Borderlands-Anspielungen. Wie hieß er denn nochmal? Chef. Captain Chef. Wie ist denn der König? Ach, scheiß drauf. Für Ludwig den 14. Den Sonnenkönig. So.
Okay. Das war ein nettes Gespräch, was du gerade mit dir selbst geführt hast. Dann brauchen wir Stein, Holz. Nice guy. Jawohl. Blocks. Building Blocks. Ich habe auch nur noch zu 3,6% Dünnschiss. Cool. Perfekt. Aber auch hier, mich lächelt gerade noch nichts an. Wir scheinen ein Geschäft bei uns in der Ortschaft zu haben. Ah, okay. Gucken wir mal. Was bist du denn? Wir gerne eine Bowlingbahn. Die möchten wir gerne den Ausbau haben. Yes. Quadratisch praktisch gut. Ich weiß doch noch gar nicht, ob wir den überhaupt bauen. Ich hab gedacht, das war doch jetzt eben gerade die Aussage. Nee, wenn ich hier nichts finde. Als Plan B. Ach so. Perfekt, dann hättest du doch mal Plan B sagen sollen. Ja, aber gut. Schmiede können wir ja wieder mitnehmen. Ich hab die Schmiede ja noch nicht platziert. Ich wollte ja erstmal eine Grundfläche bauen. Ach so. Weil das Land habe ich schon geclaimed. Aber gut, das ist auch das geringste Problem. Ach gut, weißt du was, dann, Die Kronenschwester in einem neuen Outfit. Dann schlage ich einfach ein paar Bäume. Das ist immer gut. Aber bitte dich nicht selbst schlagen, ne? Ich muss Discord-Sounds einführen. Boah, you're hungry? Echt? Jetzt schon wieder? Oh. Da würde ich so den Classic-Humor jetzt bringen mit langweilig. Nee, du könntest auch einfach etwas humorvoller sein und dann dieses komische Schlagzeuggebild machen. Oh, wow. Der ist ja langweilig. Du are thirsty. Das ist ja doof. Also belasse ich erstmal die 60 Blöcke. Auch wenn man die nachher noch verwursten kann in dem Sinne. Der Arsch mich auch noch getroffen. Oh. Man kann ja schließlich Häuser ausbauen. Ja. Ist mir halt irgendwie wichtig bei der Base. Ich muss die irgendwie fühlen, sonst kommt da nie so viel Liebe rein. Okay, der ist durch den Boden gefallen. Und verblutet. Schade aber auch. Dahinter geht's mit der City weiter, glaube ich. Oh yeah. Ja, natürlich. Ich bin zwar schon 3 Schritte weiter nach hinten, aber gut, dass du mich treffen darfst. Du Ungetüm. Ja, komm, Alter. Komm. Das war jetzt fast eine 1-1-Situation. Entweder bringe ich ihn jetzt um oder ich sterbe. Nach irgendwie habe ich so das Gefühl, ich werde nichts sagen, aber ohne dieses Darkness Falls Sache, irgendwie habe ich habe den Respekt vor den Zombies verloren. Echt jetzt? Das, obwohl wir auf Krieger spielen, eigentlich am laufenden Mann aufs Maul kriegen könnten hier? Ja. Okay. Klar. Ich habe mir eben gerade so gedacht, so, ja gut, ich bin infiziert. Ja, entweder er oder ich. Ist mir egal. Ja, der der Wellness-Faktor, ne? Mhm. Du kriegst aber EP-Abzug natürlich jetzt hier bei Vanilla. Ja, oh nein! Oh, Hilfe! EP-Abzug! Ich sterbe! Ja gut, Wellness ist auch nicht schlimm gewesen. Du kannst einfach wieder gut wegessen. Ja, trotzdem musstest du bei Wellness eine gewisse Zeit abwarten.
Hier in Vanilla, ja gut, ich habe einen EP-Malus. Ich zieh mal kurz eine 5 Meter hohe Mauer hoch oder so und hab wieder die EP-Intus. Weil das Aufwerten ist ja jetzt hier wieder, ja, zack und Mauer hängt, steht und so. Oder habe ich hier jetzt schon wieder auf Alpha Exodus 1.0 irgendwas vergessen? Keine Ahnung. Ich weiß ja noch nicht, wie der Hase hier läuft. Das lernen wir ja noch kennen. Das ist ja auch die erste Runde. Also der Hase läuft auf dem Boden noch rum. Das habe ich gesehen. Okay, ich habe schon mal einen Top-Kandidaten gefunden. Da hatten wir auch irgendwann mal ein Spielchen angefangen an so einem Ding. Es war so finster und auch so bitterkalt. Die kamen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Du hast das Gebäude umgebaut. Komm, ich pflanze mal wieder ein paar Bäume. Ich habe jetzt schon 1500 Holz wieder gesammelt. Ich kann ja mal wieder ein paar Bäume pflanzen. Ist das das, wo es unten drunter weitergeht? Ja. Ja. Würde ich jetzt sehen, wo es wirklich wieder Nacht. Gut, dass du es sagst. Ich habe hier ein Gebäude, was ich fühle. Es ist nicht pure Liebe, aber ich habe geile Ideen. Okay. Ja. Safe Waypoint. Oh? Weißt du, was noch cool wäre? Warte, ich teile ihn dir noch. Wenn du einfach random irgendwann von einem Blitz getroffen werden kannst. Es gibt Spiele, wo das geht. Das ist... Ja, es ist cool, aber auch verstörend. Vor allem hat das noch so einen kleinen Horror-Effekt in dem Sinne, weißt du so. Hinten raus ist sogar komplett freie Fläche. Bei Lethal Company ist das so, wenn du metallische Gegenstände in der Hand hältst und es gewittert, dann ja. Solltest du diese metallischen Gegenstände lieber aus der Hand nehmen, meinst du? Richtig. Weil egal was ist, das war's danach. Wenn du nicht schnell genug da wegkommst. Es ist Nacht! Ich mache gerade Bergwerk. Spot. Eins. Zwei. Hier kommt die Sonne. Genau. Oh Gott, ein Turi mit Leuchtaugen. Na, verdammte Axt. Oh, der hat. Ich baue eh gerade Eisen ab. Deswegen passt das gerade. Oh nö! Halt, sterbe ich an so lächerlichen zwei Zombies hier. Soll ich das nächste Mal mitkommen wieder? Naja, dass mir hier gefällt zum Wohnen? Ja. Ich traue mich einfach nicht zu schießen, weil das so viel Krach macht.
Boah, 2000 DP gab der Fettsack. Und da kommt der nächste. Ah, ich der hab euch sexuelle auch Tyrannosaurus, du hast den, war schon in Alpha, 1 und, Alpha 21 weg, oder? Genau, da hast du jetzt in jedem einzelnen Skillbaum einen eigenen Punkt für. Genau. Ja, ich will hier wohnen. Also das gefällt mir gerade einfach in einigen Punkten relativ gut. Wir sind dann auch noch relativ mittig. Ich kann mit den, von den Straßen aus können wir gut vorankommen. Mir gefällt das Grundstück. Gefällt mir. Und ich glaube, ich wollte schon immer mal in der Krypta wohnen. So, das heißt, ich setze mir hier auch einen neuen Schlafsack hin. Haben wir auch direkt Anbaufläche für Grünzeug. Das heißt, ich schnapp mir jetzt die Sachen und einen Dackel zu dir. Kannst du machen, ja. Ich würde auch dir entgegenkommen und auch was holen. Allerdings habe ich gerade in der Nacht irgendwie Angst. Aber ich setze erstmal den Schlafsack und dann können wir weiterschauen. Bedroll hieß das Ding, ne? Jo. Bedroll, ja. So, Bedroll ist gesetzt. Boah, ich habe hier im laufenden Band irgendwelche Gegner. Ist ja auch nicht schlecht, aber. Nee, ich denke, meine Überlebenschance ein wenig. Ich laufe nicht mit vollem Inventar jetzt da den Kilometer. Mache ich nicht. Ah, ich traue mich, glaube ich, doch, die entgegenzukommen. Auch nicht dran. Oh Gott. Jus. Boah, ich könnte auch so schlau sein, mir vielleicht vorher hier mal eine Kiste hinsetzen. Da kann ich mit leerem Inventar laufen, das ergibt vielleicht mehr Sinn. Ja. Das ist ja jetzt Folge 3. Oder 4? Ja, 3. Das heißt, das ist. Mittwoch? Donnerstag? Donnerstag. Ich gucke ja, wie gesagt, nebenbei die EM. Ja. Und es ist wirklich mittlerweile, kannst du echt sagen, es ist die EM der selbst, der Eigentore. So, gut, ich bin da echt nicht so drin, aber wenn du das so sagst, scheint mehr als eins gegeben zu haben. Ja, ich glaube, es ist jetzt das 7. oder das 8. gefallen, also. Was? Ja, das, also ich glaube, jetzt in ist jetzt. Gruppe D ist jetzt, also heute Dienstag, spielt Polen gegen Frankreich und Österreich gegen Holland und Holland hat gegen Österreich ein Eigentor geschossen, in der 8. Minute schon. Ich fass es nicht mehr. Okay, ich war jetzt nicht unbedingt dabei, ich weiß jetzt nicht, was da genau passiert ist, aber so rein vom Erzählen her klingt das schon ein bisschen lächerlich. Ich würde mal sagen, ihr braucht jetzt euch nicht mit antun, wie wir jetzt hin und her laufen, die Sachen zu holen. Ich mache einmal kurz eine Blende und dann hole ich euch gleich vielleicht wieder passiert dazu. Passiert ja was Lustiges. Kann auch. So. Das Gute ist, keiner von uns hat mehr Hunger. Oder ist infiziert. Oder hat gebrochene Knochen. Das Schlechte ist, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen haben wir so eine komische rote Leiste über unserer IP. Leiste, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was da passiert ist. Da war die Lootgeilheit vielleicht ein bisschen frech in der Nacht. Apropos Lootgeilheit. Ja. Der Kackzombie ist, nachdem er mich gekillt hat, einfach verblutet, die Sau. Das, der mit den Leuchtaugen? Ja, Achtung. Wie haben wir uns hier von dieser, von der Passant Gas Station vielleicht ein wenig, weiß ich nicht, überzeugen lassen, dass man vielleicht mal gucken könnte, was die im Angebot haben? Oh, da ist der Cop. Cool.
gekommen, nachdem ich den Zombie umgebracht habe. Okay, nachdem die zwei Zombies umgebracht sind. Ich glaube, da sind welche vom Dach gefallen bei dir. Da sind irgendwie ein paar mehr bei dir. Ja, vom Dach, aus dem Container, die kamen aus allen Ecken. Ich kenne den Spot, ja. Wie sagt man so schön, Feuer frei, bang bang, oder was war das? So, locked, locked. Hab ich einen Dietrich? Zu Hause. safe zu Hause, also in der neuen Location im Haus. Ja, also einen haben wir auf jeden Fall da. Gut, ich weiß auch gerade, wenn ich jetzt überall reingucke. Empty, achso, hier war schon jemand. Komisch. So, ab nach Hause. Wir müssen unser Zuhause ja noch einmal von den Zombiosen befreien. Hab mir auch schon einen Landclaim-Block vorbereitet. Zack, zack. Nochmal Shotgun-Parts, nice. Hab ich zufällig Knochen, um mein Messer zu reparieren? Jo, schön. Oh Gott, ich hatte mich kurz erschrocken, dass da so ein komischer... Ja. Okay. Ja! Ich hab die Schritte gehört, auf einmal war da eine komische Gestalt mit Maske. Das war so... Ah. Doch wieder der Moment, wo ich doch lieber will, dass du die Option anhast. So, Spear Hunter. Nee, Armored Up. Spear Hunter. Archery Volume 2. Exploding Arrows und Bolts. Oh, geil. Das finde ich gut. Ich beanspruche dieses Land. Oh Gott, wir können richtig schön essen. Oh, war da noch? Oh, da ist noch ein Armut-Abbuch. Geil. Kann ich reinrotzen oder willst du das auch schon sortieren? The Great Heist hast du schon, oder was? Genau. Ich hab jetzt reingeschmissen. Klopp erstmal rein, weil... Das sind ja nur die zwei Kisten. Wie gesagt, ich baue erst... Also ich... Mach erst, wenn wir hier komplett safe sind. Was mit dem Hunter-Ding? Das hast du auch, oder? Warte. Ach so, du meinst die Mod? Nee, die, da war ich mir nicht sicher, ob ich die jetzt lernen soll oder nicht. Also haben tue ich sie nicht. Oh, wichtig ist jetzt, dass wir jetzt heute schaffen, einmal unsere Bude hier klar aufzuräumen. Das Ding ist ja jetzt hier überarbeitet und unten noch überflutet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es genau das Gebäude ist, was ich im Kopf hatte. Oder halt ein anderes. Aber es ist in dem Moment auch erstmal egal. Ich finde es einfach cool von der Atmosphäre hier. Doch ein geiler Zugang, oder? Ja. Ich dachte, dass hier alles überflutet ist. Das. Oh. Ich habe die Kamera kurz mal ausgemacht. Ich habe das Gefühl, ich kriege Besuch. Hallo. Moment, ich muss mal kinderfrei auf Grünzeug gucken. Ah! Und damit meine ich nicht das Oberteil von der Lady neben mir. So. Es wäre geil, wenn du mich nicht weggedrückt hättest. Da gucken. Ja, da gucken. Ja. Haben wir hier nicht eine schöne Wand? Ja, finde ich auch. Genau, da ist ein Kopf auf der Wand. Toll, was für ich für ein Gespräch, während du da unser Haus aufräumst. Tja. Oh, Leder und Gammelfleisch. Oh Gott, Leder aus einem Sarg. Das ist so, weiß nicht. Das hat einen komischen Beigeschmack. Wenn ich so... Oh, ich habe hier noch Zombiosen. Ich frag für einen Freund, habe ich eigentlich noch einen frei? Noch einen frei? Von was? Ja, irgendwie mit einer Bombe oder so dich hochzujagen. Na, eher nicht. Ja, Wasser. Es sind mehrere nur als Info. Also du solltest vielleicht kurzfristig aus der Krypta verschwinden. Ja. Kannst du mir mal kurz in die Augen gucken? Guck mal Papa an. Ja. Ja. Ah.
So. Mama sagt, du gehst jetzt ins Bett, ist das richtig? Ja, du würdest noch gucken, genau. Wie wär's, wenn du einfach gleich Sandmännchen guckst? Alle. Alle? Alle? Nee, nee, nee. Tschüss, Männchen. Ja. Du hast doch noch gar nicht Männchen geguckt. Oh, du hast schon Männchen geguckt. Mama hat gepetzt. Unlocked. Ach, das ist von der Endloot. Ach, ich hab meine Pfeile oben in die Kiste gepackt. Ah, klasse. Jetzt blute ich auch noch. Also ich werde jetzt drauf gehen. Du gehst jetzt ins Bett. War schön, dass du da warst. Hä? Ja, gut, los. Ja, gut, wie viel Glück muss man haben? So. Mit einem HP oder was? Yep. So, ich bin auch wieder so weit. Oh Gott. Huh! Da war schon wieder eine komische Gestalt mit der Maske, die mich angeguckt hat. Definitiv ein anderes Gebäude als das, was ich im Kopf hatte. Aber es ist cool. Was gab denn der Endloot her? Du hast doch gar nicht geguckt. Ach ja, hier sind auch noch die Gegner. Das war das, wo ich mich hin beschwert habe, dass ich meine Pfeile weggepackt habe. Ich hält. Ich habe 3 Leute am Hals. Looten sollten sie mittlerweile alle, also. Steckt immer die auch im Boden? Och, ich fand ihn süß. Das Clubhaus-Maskottchen. So. Hunter's Journal? Rogue Outfit. Okay, warte. Kleidung? Schrotflintenmunition kann guck ich dir geben? Bitte, guck dir bitte die Kiste an, ich könnte kotzen. 3 Stahl und Dinges tut's doch gut. Ja. Ich habe hier nochmal 3 Forge Steel in der anderen Kiste. Cool. Oh, du magst Schrotflintmunition. Oh. Du musst dich jetzt auf jeden Fall entscheiden zwischen Rüstung und Kleidung. Sehe ich das richtig? Nee, die Outfits haben auch Rüstwerte. Ah, witzig. Schlechte Rüstung, mehr Schleicheffektivität. Wie sehe ich aus? Ah, cool. Biker-Outfit. Bist du noch da? Ja, warte, ich bin gerade. Was ist denn jetzt The Daring Adventure? Risking your neck every day has advancement. Gain access to better trader. Achso. Better trader items und 5% more dukes, okay. Ich hab gerade mal bei Intellect geguckt. So, warte, lass mich nochmal kurz. So, jetzt nochmal. Was meinst du? Bin ich nicht hübsch? Hab ein Bike-Outfit an. Schön. Wow. Was hast du jetzt davon? Ja, was hast ich davon habe? Davon? 0,6 weniger Rüstung, aber 2% Schleicheffektivität höher. Ah. Aber sonst nichts und die Haltbarkeit ist schlechter. Aber ich glaube, ich sehe auch besser aus. Rogue Outfit. Kann ich die irgendwie einfach selber herstellen? Assassin Outfit. Ach du Scheiße. Du kannst dir den Altair raushängen lassen. Du kannst dir das Assassin Outfit machen.
richtig schön mit dem Cape drumherum und ein paar Wurfmessern vor dem mit so einem Gurt um die Brust rum. Wie geil ist das nicht? Denn? Medium Armor. Move anziehen, unhurt und unharmed. Increase Sneak Effectiveness. Full Set Bonus. Become hidden faster. Set Bonus? Es gibt Z-Bonis auf die Sachen. Nett. Athletics Outfit, Z-Bonus, weniger Essen und Trinken verbrauchen. Und erhöht maximales Life. Wie geil ist das denn? Oh, Pizza Outfit. Ab dem nächsten Buch, Buch kann ich uns Outfits machen. Wenn du irgendein Set haben willst, such dir was raus. Kann ich danach herstellen. Nomads, reduce stamina recovery cost. So, Preacher, was machst du? Nomads sieht noch vernünftig aus. Reduce incoming damage, geil. Miner, mach reduce degeneration of mining tools. Ja, mal gucken. So, hier ist natürlich alles, was man aufräumen könnte. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, also wenn du erstmal ein Lager hast, also weißt du, wir sind jetzt hier safe. Ich finde den letzten Raum, wo der Endloot drin war, den kann man auch erstmal als Lager gut benutzen. Dann kannst du schon mal Kistenordnung haben. Das war dir ja wichtig, dass wir das haben. Ja. Dann haben wir das gut erledigt. Filz und Set-Bonis, wie geil. Was gibt's beim Biker? Ganz kurz gucken. Nee, Rogue Outfit, nicht Biker. Full Set Bonus. Find more cash in Dukes and Loot. Ja. Was ich, gut. Das heißt, ich zerlege jetzt die Working Stiff Kisten und den ganzen Kram. Ja, und kann ein paar normale hinpacken. Ich bin mir jetzt nicht sicher, die Endloot Kiste, ob die vielleicht mehr Platz hat, als die, die wir machen können, dann kann man die noch stehen lassen. Nee, ging jetzt erstmal nur um die Working Stiff und der Sarg, der hier ist. Oh ja, der Sarg ist natürlich aus Eisen. Man kennt's. War wohl ein reicher Typ. Die Sache ist, ist halt, Raum ist gefühlt viel zu groß. Da kann man mehr draus machen. Ja, also Lager, das Grundkonzept fürs Wohnen hier würde ich hier das ganze Ding jetzt irgendwie als Loft versuchen zu basteln. Also, ja, wir bleiben. Können wir das Klo noch mit reinsetzen? ich hab jetzt schon ein Problem, dass es neblig hier drin ist. Das ist biomenbedingt, da können wir nichts gegen tun. Auch wetterbedingt, das geht, ist doch immer. Es macht keinen Sinn. Oh, aber die gab's die Kerzenständer in der letzten Version schon? Oh, können wir welche davon herstellen? Die sind ja richtig sexy. Weiß ich Handle. Nicht. Nee. Nee. Ich kann Kerzen machen, aber die sehen ja geil aus. Das mit dem Nebel ist nervig. Ja. Bin am Überlegen, ob ich den Raum jetzt schon trenne. Lager und Küche. Ich will auch eine offene Küche in den ganzen großen Raum mit dran haben. Erstmal dachte ich, dass du da die Sachen anständig unterbringen kannst. So, ich wollte dir damit jetzt nicht eine riesige Bürde auftun. Fuck. Ah, das Wasser kriege ich nicht weg. Da müssen wir hier abbauen vorher. Mist. Ja, mache ich Grundmittel oder mache ich jetzt schon gleich mache ich jetzt schon gleich Metallteile, Holz und so. Oder mache ich erstmal wieder eine ETC-Kiste. Oh, sieht das geil aus da drin mit den 6 Kisten.
Und das Gegenüber auch nochmal. Nee, mach ruhig ein bisschen kleinkarierter. Wir haben hier 12 Kisten, die wir super entspannt unterbringen können, schon mal. Da wollte ich eigentlich, apropos, ich wollte mal gucken. Und da drüben auch noch. Weil da wollte ich eigentlich Lagerfeuer und Forge und so machen, weißt du? Rein von Gefühl, so, wenn ich das hier richtig sehe, hatten wir hier irgendwo so einen Nebenraum, der rausgeht. Den finde ich als Werkstatt schon fast wieder cooler. Apropos, ist der Raum da unten noch in unserem Landmark-Bereich? Ich müsste mal hoch. Ich gehe mal kurz hoch und markieren wir. Wenn nicht, das können wir über die Einstellung hier optimieren. Das ist ja aber ein guter Punkt. Ich würde mal sagen, das allgemein unterhalten wir uns jetzt hier mal ein bisschen bis zur nächsten Folge darüber. Das braucht ihr euch jetzt hier nicht alles mit anhören. Ich prüfe das hier einmal, notfalls in den Einstellungen passe ich den ganzen Spaß einmal ein. Press E to use. Jupp, hier ist das drum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst super gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.